Nö, hat er nicht. Gut. Girugons Vergangenheit ist doof. Girugon der Gegenwart ist toll. Das ist der Zauberladen. Das ist aber nicht die Alchemistin. Die Alchemistin war hier hinten irgendwo. Genau. Da. Da. Alchi. So. Rainer. Wir hätten gerne Ausrüstung bestimmt. Alles bestimmt. Wir würden gerne kaufen, beziehungsweise verkaufen. Das erstmal. Was machst du? Sollten wir gleich bei Jürgen gucken. Zieh mal die Schuhe aus. Was machst du? Nichts. Na, drei Rüstungswert, ja. Also es sind Beine kleiner des Titanen, die wohl irgendwie runtergeschrumpft wurden. Sie machen noch gar nichts. 755 EP. Du brauchst ein bisschen mehr. Oh, behalten im Auge, behalten im Auge. So, was war mit der Armbrust? Wir hatten noch eine magische Armbrust. 11 bis 13. 12 bis 14. Die da. Kann auch weg. Du kannst auch weg. Du kannst weg. Was machst du? Ein Rüstwert. Ja, komm. Ah, du warst Verwirrungsschutz. Den ich wollte mir behalten. Die Rüstung können wir ja später anziehen. Und das Schild ist nicht so gut wie das Schild. Naja. Ja, weg damit. So, wir haben jetzt 11.000 oder so Gold. Arkane Disziplin. Plus 2 Magie. Du kannst schon 2 tragen, ne? 588. Hast du nicht irgendeinen tollen Stab auch? Ja, hast du ganz viele Tränke. Nee, komm. Ich will kein Gold ausgeben, solange wir nicht Probleme haben. Und, die Luftelementare, die uns gewonnen haben, sehe ich nicht als Problem. Da gehen wir einfach später hin. So, also ihr seid müde, das ist okay. Wir können draußen gleich schlafen. Was müssen wir nicht hier drin machen? Kostet auch nur unnötig Geld. Zauber hatten wir, glaube ich, alle aufgekauft, die wir haben konnten. Da. Irgendwas, was wir noch lernen wollten. Erdmagie. Erdmagie auf Meisterrang. Hatten wir hier nicht? Also in der Elfenecke würde es Sinn machen, aber da haben wir nur die Elfenschmiedin gefunden, die für uns aus Sternmetall was machen wollte. Und Magischer Fruki ist halt in der Startstadt, ne? Ja, nö, ich will jetzt nicht schon wieder zur Startstadt zurück. Wir machen das so, sobald wir einen richtig tollen Stab finden, den man halt nur benutzen kann, wenn man Fokus auf Experte hat, dann gehen wir in die erste Stadt zurück und dann passt das. Jetzt will ich erstmal weiter Manticore und Wölfe und so töten. Das heißt, wir gehen jetzt nicht da weiter, wo diese Erdelementare waren, sondern gehen jetzt über die Brücke, über die ich vorher nicht rübergehen wollte. Und gucken, was da so ist. Wobei ich eventuell mich nicht von den Erdelementaren abschrecken lassen sollte. Ich meine, wir haben den obersten Erdelementar überhaupt. Ja, schon in der Elementarschmiede vernichtet. Weswegen man eigentlich davon ausgehen sollte, dass normale Erdelementare kein Problem sind. Aber ich denke, das ist von der Spielmechanik her ein wenig anders. Da, Brücke. So, schlafen. Damit wir nicht gleich alle müde und geschwächt werden. Wer seid denn ihr? Wow, okay. Dunkelzauberer. Die. Wow. Komische Sachen machen. Du. Schutz. Du verbrennst nur einen, weil er sich vor die anderen gestellt hat.
Du heil uns, du schütz uns. Ey. Moment mal. Das ist nicht nett. Schutz. Du... Du ritzel den. Du schubst den nach hinten. Oh. Betäubende Schläge. Er hat jetzt einfach so widerstanden. Das ist nicht schön. Ich glaube, wir sollten ihn erst wegfokussen. Obwohl, nächste Runde steht er mit den ganzen anderen Leuten zusammen auf einem Feld. Nö, wir brennen die Wölfe. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gift. Widerstanden, widerstanden. Britzel. 12 Schadenspunkte. Also ich glaube, hier soll ich nicht hin. Und das sind genau die Gegner, die Talana vor gewisser Zeit in einer parallelen Welt vernichtet haben. Schild. Wusch, 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 wusch. Neue Heilung. Ritzel. Ja, nee, 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 das wird nix. Tirik ist nicht mehr betäubt. Dafür ist unser Schutzschildzauberer betäubt. Heilung, Heilung, Heilung. Ritzel. Haben wir irgendeinen Hund vielleicht schon mal angeschlagen oder so? Nee. Zack. Zack. Heilung. Ritzel. Brennt. Nee, nee. So wird das nix. Also wir haben fast einen erwischt, aber... Ah, sie hat doch Bewusstsein. Okay. Du kannst endlich wieder... Na, kannst du nicht. Trink mal einen von denen da. Du... Trink einen von denen da. Du trink einen von denen da. Du trink einen von denen da. Nein! Was kriegen wir hin? Das kriegen wir hin. Du, Schutz. Du bist wieder wach. Sehr gut. Du trinkst jetzt noch einen von den teuren, teuren Tränken. Du auch. Du machst Schutz. Die haben den entzaubert? Oder was zur Hölle? Macht die ganze Zeit da. Schutz. Brennen. Gift. Direkt bewusstlos, okay. Ha, erster ist tot. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Du Heilung. Du Schutz. Du verbrenn die doofen Magier. Wir halten viel zu viel aus. Ich spreche den Schutz trotzdem jede Runde. Weil wenn er durchkommt, schützt er uns. Wenn er nicht durchkommt, muss einer von den beiden entzaubern. Heilung. Du brauchst Zauberpunkte. Ist okay. Du heil dich mal. Du. Britzeln schön und gut, aber die kriegen so viel nicht Schaden davon. Flüsternde Schatten bringt nichts. Ich. Boah. Ja, komm. 24. Ja, es rentiert sich doch. Okay. Du. Das da. Du. Das da. Du. Vergiftest nur die Wache. Du machst einen Schaden. Vergifte mal die Hunde. Ja, gut. Bei denen klappt das super. Du. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Trink mal den. Du. Ja. Trink den. Du machst eine Rüstung. Wow! Nein! Nein, nein, nein! Es sah wirklich gut aus. Jetzt haben wir ein Problem, weil die Heilerin weg ist. Versucht die Hunde wegzukriegen, damit wir wenigstens auf einer Seite nicht flankiert werden.
Was ich wahrscheinlich hätte vorher machen sollen. Du mach eine neue Rüstung. Wow, wow, okay. Du verbrennst die Hunde. Du trinkst einen Trank. Du trinkst einen Trank. Der Ding ist tot und verwirrt. Haben schon wenigstens die Wölfe noch. Derek ist doppelt tot. Bring die Wölfe um. Mach mal Fokus um ein. Widerstand. Ja, ein Wolf ist tot. Großer Lebensdrang. Noch ein Wolf ist tot. Und vorbei. Gut. Da sollten wir auch nicht lang. Obwohl es eine schöne Herausforderung wäre. Also ich glaube, wenn ich vorher ein bisschen mehr mit den Tränken arbeiten würde und von vornherein die Hunde fokusse. Ich glaube, das probiere ich. Also, ist Ressourcenverschwendung. Und eigentlich sollte man jetzt dahin gehen, wo es am leichtesten ist, damit man mehr Erfahrungspunkte bekommt und den Kampf dann gleich hier bestehen kann, ohne irgendwelche Ressourcen zu verbrauchen. Aber, ist eine schöne Herausforderung. Also laufen wir jetzt dahin. Warten, soll ich überrascht werden, Anführungszeichen. Von denen da, genau. Das sind ganz schön viele. So, gehen jetzt hier hin. Wusch, okay. Au, warum seid ihr zweimal dran? Geh nicht hier hin. So, jetzt geht da eigentlich Kampf los. Du Schutz. Du heilst, du. Zauber brauchen eine Runde. Okay, du machst Britzel. Bringt bei dem fast gar nichts. Du neue Rüstung. Du Feuer. Du Gift. Das geht jetzt hoffentlich jede Runde bei denen durch, solange sie tot sind. Genau, am Ende jeder Runde erleidet das Ziel 30 Schaden Erde. Schwarzgardist. Und die Magier sind nächste Runde da, also machst du mal Schuss. So. Du hast den Spruch nach oben, also nutzt du die Zeit jetzt mal, um jetzt schon einen Zaubertrank zu trinken. Ich weiß ja nicht. Was haben wir da? Alle positiven, alle negativen. Zermalmendes Gewicht. Der anvisierte Feind verliert im Nahkampf 15% seiner aktuellen Lebenskraft. Das wird sich ja fast lohnen, ne? Ja, hat sich gelohnt. Also, es war teuer, weil der Zauberspruch wahrscheinlich teuer war, aber es hat sich gelohnt. So, ihr beiden kriegt wieder einen Feuerball. Steinhaut. Du drehst dich jetzt nach da um, damit die uns nicht in den Rücken hauen, sondern die Wölfe, weil die Wölfe anscheinend schwächer sind. Und fokust. Fokust überhaupt? Nö, du machst den hier. Zack. So, sehr gut. Du. Dann fangen wir links an. Du machst einen neuen Schild. Nächste Runde musst du unbedingt Mana-Trank trinken. Du machst einen Feuerball auf die Wölfe, die schon nicht mehr so gut aussehen. Du machst eine Heilung. Du pritzelst alle, weil dein Spruch noch aktiv ist. Ja. So, Talana steht ganz knapp wieder auf. Deswegen trinkt sie. Wie viel machst du? 100. Wie viel hast du? 142. Ja, ist okay. Genau, das ist jetzt problematisch. Er hätte jetzt eigentlich nur ein Schild zaubern müssen, weil sie sonst umkippt. Du. Hau die. Schutz ist noch aktiv. Das. Ich glaube, ich heile lieber, damit sie auf Max ist. Sonst stirbt sie. Und wenn sie ganz tot ist, können wir nichts mehr machen. Also ja. Heilung. So confused. Tirik ist verwirrt. Er kann keine Zauber wirken, das ist nicht gut. Du Schild. Du hast einen Trank, um Verwirrtheit aufzulösen. Ja. Du. Sie sind immer noch vergiftet, okay. Du vergiftest